Am nächsten Tag reist Besuch aus einem Nachbarland an. 25 Frauen und Männer der zentralen Schule des polnischen Grenzschutzes in Koszalin. Polen und Deutschland verbinden 460 Kilometer gemeinsame Grenze. Außerdem überwacht der polnische Grenzschutz noch fast 1000 Kilometer EU-Außengrenzen. Herr Oberrat, ich melde, die Ausbildungsgruppe gemeinsame deutsch-polnische Ausbildung ist vollzählig angetreten. Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, Herr Oberrat. Heute soll gemeinsam trainiert werden. Nach Frostmarsch. Ziel ist, sie darauf vorzubereiten, dass es ganz normaler Standard an der deutsch-polnischen Grenze ist, eben gemeinsam mit polnischen Kollegen, und ich meine so gemeinsam, wie man es nur denken kann, Streife zu fahren. Sie sitzen auf einem Fahrzeug, fahren tatsächlich gemeinsam den Tag über auf polnischem und auf deutschem Gebiet und ja, überwachen die Grenze, stellen Sicherheit her und bearbeiten dann alles das, was sie aufgreifen, auch gemeinsam. Es wird schmerzhaft werden, auf beiden Seiten. Agnieszka Schmidt übersetzt. Die Deutsch-Polin arbeitet an der Polizeischule. Die kennen das. Jeder Polizeianwärter trainiert ab jetzt mit einem Grenzschützer aus dem jeweiligen Nachbarland. Erdas Partner ist Mateusz, kommt aus Warschau. Wir stellen jetzt eine Technik vor, die die Kollegen im ersten Dienstjahr bei uns kennenlernen. Die Technik nennt sich Handdrehbeugehebel mit anschließendem Fingerhebel zum Aufnehmen. Dobra. Handdrehbeugehebel. A więc, panie Wawrzyniak, mam propozycję? Ich bin der Gute. Ich bin der Polizist. On jest policjantem? Das ist der Böse. A to nie jest policjant. Er greift mich hier. On mnie tutaj łapie. Oh. Meine linke Hand hält diese Hand fest. Lewą ręką łapie za jego rękę. Sieht jeder? Mhm. Za jego dłoń. Meine Hand schützt. Prawa ręka blokuje. Aktiv, passiv. Aktywnie, pasywnie. Das ist der Dreh und jetzt kommt Beuge. Chodzi o to kręcenie i potem odsunięcie od siebie. Stumpfen Winkel. Stumpfer Winkel? Weißt du, wann ich Mathe hatte? Stumpfer Winkel. Ja, das ist ja das Problem. Das Fachvokabular auf Polnisch fehlt mir. Also ich kenne es ja noch nicht mal auf Deutsch. Ich bin ja keine Polizistin. Und das dann nochmal ins Polnische zu übersetzen, das ist natürlich die Herausforderung. Und jetzt aufnehmen mit dem Fingerhebel! Seit 10 Jahren läuft die deutsch-polnische Zusammenarbeit intensiv. Es gibt sogar gemeinsame Ermittlungen. Und aufstehen! Versucht es auf Englisch jetzt! Edda muss fest zupacken. Aber das kann sie ja. Wir helfen uns ja gegenseitig mit den Techniken. Es ist ja schon immer spaßig zu sehen, wie deren Technik funktioniert und wie unsere funktioniert. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht wehgetan. Au, au. I'm really sorry. It's okay. Polen und Deutsche lernen nicht nur Polizeitechniken, sondern auch ihre Schmerzgrenzen neu auszuloten. So, Haji? Ja, let's go. Ja? Okay? Mhm. Besser? Ja. Ich bin betroffen. Warum? Das sieht schon sehr brutal aus, finde ich. Also, ich wäre nicht gerne in der Position. Man muss es ja selber spüren, was man dem Gegenüber nachher für Schmerzen auch bereiten kann. Ja, also. Lernen durch Schmerz. Dann sind die polnischen Grenzschützer dran. Sie kennen andere Griffe, die aber nicht weniger effektiv und schmerzhaft sind. Wir können die brutale Version wählen, also das Umdrehen des Handgelenks. Lub łagodniejszą. Oder weniger brutal am Hals. Wir verdrehen das Handgelenk. Żeby blokować osobę tłumaczem. Die Schmerzen der Frau sind so groß, dass sie ihren Körper nach oben durchdrückt. Wenn wir zum Fesselung übergehen, mamy czas, żeby przygotować sobie kajdan. Haben wir auf jeden Fall genug Zeit, um uns die Handschellen vorzubereiten. Du hoch. Alex bekommt die Feinheiten eines polnischen Griffes extra erklärt. Von einem Bundespolizisten. Mit kleinen Fingern, ne? Fuck! Oh, scheiße, das hat aber weh. Hier. Fingerspitze, ne? Okay, ja, ich hab's gespürt.
Andere Länder, andere Schmerzen. Nicht alle polnischen Griffe entsprechen dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit nach deutschem Recht. Dann will Ausbilder Kochi etwas erklären. Es geht ihm nicht schnell genug, bis alle da sind und zuhören. Es folgen die obligatorischen Liegestütze. Beliebt hüben wie drüben. Den aktuell deutsch-polnischen Spannungen auf Regierungsebene zum Trotz klappt die Zusammenarbeit auf Arbeitsebene bestens. Am Abend dann noch ein Wettkampf auf dem Zierker See in Neustrelitz. Drei Drachenboote werden zu Wasser gelassen. Ausbilder Kochi erklärt den höheren Sinn der Bootstour. Damit die deutschen und die polnischen Kollegen sich kennenlernen. Wir haben ja noch 2,5 Tage oder 1,5 Tage noch zusammen. Und dass die Teams, die hier zusammengestellt worden sind, sich kennenlernen. Und auch Vertrauen, was wir heute vorhin auch mit der Matte hatten, dass wir jetzt nochmal Vertrauen zueinander finden. Zwei, also wir beide. Wo soll ich hin? Hinter die beiden Mädels erstmal. Okay. Alexandra kann ihre Hand wieder schmerzfrei bewegen und fährt auf Position 3 des späteren Siegerbootes. Are you ready? Yes. Attention! Seit 4 Jahren gibt es die gemeinsamen Ausbildungstage der polnischen Grenzpolizeischule und dem Ausbildungszentrum in Neustrelitz. Man besucht sich wechselseitig. Nächstes Jahr fahren die angehenden deutschen Bundespolizisten wieder nach Polen. Alle kommen heil an. Keiner ist ins Wasser gefallen. Alexandra ist schon immer engagiert, hatte vor Beginn der Polizeiausbildung ein freiwilliges soziales Jahr in ihrer Heimatstadt Lübeck absolviert. Freundin Julia ist die Klassensprecherin. Spaß an der Ausbildung haben alle beide. Im Aus- und Weiterbildungszentrum der Bundespolizei in Neustrelitz versuchen junge Frauen und Männer, einen Job zu ergattern. Wer genommen werden will, muss das sogenannte Eignungsauswahlverfahren bestehen. Ich will unbedingt den Job haben. Dafür bin ich hier und das will ich auch verfolgen, mein Ziel, als Bundespolizei durchzustarten. Ja, mich interessiert dieser Beruf eigentlich schon sehr, sehr lange und ich mag Action, Sport und ja. Ich denke einfach, dass es der richtige Beruf für mich ist. Ich möchte gerne in die Hundestaffel kommen, aber das natürlich alles erst danach. Und will natürlich auch den Menschen helfen. Hier arbeitet man im Team, man macht ganz viel Sport und das interessiert mich, hat mich schon immer interessiert. Ich wollte das schon immer machen. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Ja, herzlich willkommen hier im Aus- und Fortbildungszentrum in Neustrelitz beim Auswahldienst. Mein Name ist Kilian, ich werde also heute mit Ihnen den ersten und zweiten Teil des Eignungsauswahlverfahrens durchführen. Dann lassen Sie uns auch gleich anfangen. Sie erhalten jetzt Papier fürs Diktat von mir. Jeder kriegt ein Blatt. Sollte Ihnen die Vorderseite nicht ausreichen, dieses Blatt hat auch eine Rückseite, also bitte nach unten hin nicht immer kleiner werden. Das Diktat muss bestanden werden, um überhaupt am weiteren Verfahren teilzunehmen. So, wir fangen jetzt an und da möchte ich Sie bitten, den Raum zu verlassen. Ja? Dankeschön. Eine gute halbe Stunde später. Diktat geschafft? Ja, Diktat ist geschafft. Jetzt werden wir mal auswerten, mal schauen, was Sie so gebracht haben an Leistung. Ne? Was glauben Sie? Geht's gut? Ich denke schon. Ich denke mal, haben alle bestanden. Ja. Ja, ich sag mal, gut, der eine hat mehr Fehler, der andere weniger. Aber wichtig ist, bestanden. Wie viele Fehler darf man haben? Ja, eigentlich 24. Auf wie viele Worten? 188, 190 im Schnitt. Naja, mal gucken. Aber ich denke mir mal, es wird. Ein Diktat mit 188 Wörtern sollte wohl zu schaffen gewesen sein. Aktuell sucht die Bundespolizei dringend Auszubildende. Die Hürden, genommen zu werden, so scheint es, sind nicht allzu hoch.
28,5. War nicht so gut. Er hat noch eine Chance. Es ist so, ich sag mal, so eine Grauzone. 24 müssen sie haben, ab 24,5 bis 29 fehlt, also bis 28,5 sind sie in so einer Grauzone. Er hat die Chance, noch weiterzumachen. Auch das nächste Diktat sieht nicht so gut aus. Wenn in jedem sechsten Wort ein Fehler ist, kann es einfach nicht reichen. 30. Ja, damit ist einer raus, über 29 Fehler. Man muss ja auch als Polizist dann irgendwelche Sachverhalte aufnehmen und da kann ich sowas keinen Bürger anbieten, sag ich mal, der sich das dann nochmal durchliest. Ne? Wer durchgefallen ist, kann nach Hause fahren. So, meine Damen, meine Herren. Wir haben es geschafft, die Diktate sind kontrolliert. Frau Appel, Diktat bestanden. Sehr schön. Herr Burdack, Diktat bestanden. Herr Erfurt, ganz knapp bestanden. Bestanden ist bestanden, aber wie gesagt, es war ganz knapp. Frau Erfurt, Sie haben zwar das Diktat nicht bestanden, Sie werden trotzdem am Sporttest teilnehmen, weil Ihnen die Möglichkeit eröffnet wird, dass Sie das Diktat zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wiederholen können. Ja? Jasmin, die Hundestaffelführerin werden will, ist Legasthenikerin, hat eine Leserechtschreibstörung. Für sie könnte es eine Sonderregelung geben. So, zum zweiten Teil des Eignungsauswahlverfahrens zum Sporttest. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, meinen Kollegen, den Herrn Achilles. Der wird also mit mir zusammen jetzt in der nächsten Stunde den Sporttest abnehmen. Getestet werden Koordinationsvermögen, Kraft und Schnelligkeit. Mein Kommando gilt. Fertig, los! Jawohl, und schnell hoch, komm! Weiter, 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 komm! Nicht beachten! Weiter, weiter, weiter! Jawohl, die Frauen haben 21 Sekunden für diesen gesamten Test zur Verfügung und die Herren 18 Sekunden. Also die Herren müssen etwas schneller sein. Und am interessantesten wird es jetzt. Liegestütz. Die haben ca. 15 Kilo Ausrüstung am Mann, linke Hand ein Schild, Helm auf dem Kopf und müssen dann stundenlang stehen. Und wer keine Armkraft hat, der ist der Erste, der einen Stein an den Kopf kriegt. Auch wenn es nicht so aussieht, den Sporttest werden alle bestehen.